Wetten wir, du sagst in der Aufnahme irgendwas wegen meinem Level? Ja. Nö. Hm. Hätte jetzt eher gedacht, dass du dich ausjammerst. So, meine lieben Zuschauer, Darkus 2 Level über mir. Wie findet ihr das? Ich find das scheiße. Nein. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich nehme an, ihr seid der Jedi, der gefangen genommen wurde. Ich bin Quarian Dorjes. Ich bin ein Jedi, selbst hier. Sogar auf Korriban. Was kümmert es euch? Warum seid ihr hier? Niemand hat solches Leid verdient. Ihr meint das ernst? Ein Sith mit einem Gewissen? Ihr seid hier, um mir zu helfen. Warum wiederhole ich mich ständig? Was ist los mit mir? Panik hilft nicht weiter. Ihr habt recht. Verzeiht. Es gibt keine Leidenschaft. Nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich kann mich konzentrieren. Wenn ihr mir bei der Flucht helfen wollt, brauche ich meine Sachen. Mein Lichtschwert, meinen Comlink. Bevor ich gefangen genommen wurde, haben die Sith mich in Tulak Horts Grab verfolgt. Ich habe meine Sachen in einer Urne versteckt, um weniger Ballast tragen zu müssen. Dort müsst ihr hingehen. Dann machen wir das. Dann machen wir das doch. Wo war das Grab? Da lang. Dann gehen wir da lang. Aber vorher, Dulli, ich hab was zu verkaufen. Womit kann ich dienen? Emissionsräder kann nur verkauft werden. Okay. Ey, ganz ehrlich, hier kommt, das finden wir noch en masse. Haben wir wieder 9000 Credits. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Mach ich gerne, du bezahlst gut. Da stand der Darko rum. So, ein Urne. Und einmal da hoch. Einmal hier hoch. Moment. Ich
Ich bin in Tulak Horts Grab. Ach, da hinten. Wir müssen in die Richtung. Lull, ich renn falsch. Ah ja, komm hier, klatschen. Okay. Dann hier springen wir nicht runter. Nein. Aber hier. Kommling. Wie scanne ich denn das jetzt? Hä? Ruhe, das ist Lichtschwert. Ja, aber wie? Du hast den Kommling mit die Uhr Grab gefunden, doch der Rest, ne? Tut das Grab. Entkommens. Sklaven in Tulak Horts Grab und hol den Rest von wie scanne ich den Schmaripari? Okay, da haben wir Nummer 1. Und irgendwelche Aufzeichnungen. Das war's nicht. Auch nicht. What the fuck war das? Energiekern. Das sind alles bestimmt Bauteile für ein Lichtschwert. Und da haben wir das letzte. Schon wieder Lichtschwert. Aber wir haben alles. Dann auf und davon zum Jedi. Zielvorrichtung, das ist doch wieder. Ach, für Blaster.
Benötigen Sie medizinische Hilfe? Verkauf, was ist das? Primitiver Wasserstock. Holocommunication, das auch verticken. So. Leben Sie wohl. Oh, so. Eric? Hm? Ich weiß jetzt wofür. Diese. Ja, Modifikation sehr wichtig sind. Für Rüstung und Waffen und alles? Naja, ich meine einfach, ob hell oder dunkel. Weil man kann nur mit Dunkel Level 1 ein Lichtschwert haben. Und das bin ich leider noch ansatzweise nicht. Achso, jetzt bin ich im Inventar. Warte, Dunkel Level 1. Ausrichtung, nächste Stufe. Ausrichtung minus 771, neutral. Hell 50, dunkel 1021, nächste Stufe minus 3000. Schalte weitere Kleidung frei? Nein, wollen wir nicht. Verstärken. Aktuell deine Ausrüstung ansehen. Tapferkeit 1. Sozial, keine Ahnung. Wo sieht man das mit der Dunkel? Nee, weiß ich auch noch nicht, wo man sieht, aber. Gefährten, Raumschiff. Titel wählen. Das habe ich nur einfach jetzt, weil ich ein frühzeitliches Verehrer-Doppellichtschwert gefunden habe. Okay. Und da steht hier halt unten, erfordert Dunkel Level 1 oder höher. Ja. Hä, ich will meinen Titel auswählen, hallo? Oh wow, Abonnenten können verdiente Titel. Ich sag jetzt einfach mal nichts dazu. Vielleicht besser. Es muss doch hier irgendwo noch Nebenquests geben, kann doch nicht sein. Weil ich will halt auch jetzt nicht dir zuliebe auch nicht weitermachen. Das wäre dann kacke. Siehst du, dass wir das zusammen machen und wenn du jetzt schon fertig bist. Ja, was heißt fertig bin? Solltest du vielleicht, wenn ich offline bin, nicht spielen? Wie gesagt, da habe ich nicht gelevelt. Ich habe die Quests alle gesucht. Das war vielleicht der Fehler. Hättest du vielleicht suchen sollen, wo ich auch online war. So, ich muss jetzt erstmal quatschen. Ich kenne euch. Wir haben schon mal gesprochen. Mein Kopf ist jetzt klarer. Es ist alles da. Comlink, Lichtschwert, alles, was ich versteckt habe. Ihr macht wirklich ernst. Mit all dem werde ich wohl aus der Akademie entkommen können, sobald die Wachen Schichtwechsel haben. Aber was ist mit euch? Werdet ihr Ärger bekommen? Es gibt nichts, womit ich nicht fertig werde. Wenn ihr euch sicher seid... Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr das tut, aber ich danke euch. Es ist wohl Zeit zu gehen. Wie ihr sagt, Sith. Ich danke euch nochmals. Es tut mir leid, dass das Imperium euch aufgenommen hat und nicht die Jedi. Unter anderen Umständen hättet ihr vielleicht dem Orden angehören können. Der hat jetzt sein Zeug. Oh, jetzt, wo muss ich jetzt hin? Ach, da zu der komischen Troller. Der Jedi bereitet also seine Flucht vor. Das habt ihr gut gemacht. Nicht perfekt,
aber ich bin zuversichtlich, dass die Operation ein Erfolg wird. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. Ich werde eure Mithilfe in meinem Bericht vermerken. Die Sith sollten einander helfen. Genau so sollte es sein. Nehmt diese Münzen als Bezahlung für eure Dienste. Und seid euch bewusst, dass kein Jedi Korriban gefährden kann. Geht jetzt. Ja. Oh, Ike. Diese Grabkammer-Mission oder diese Maschinen-Mission kann man, ich glaube, alle 12 Stunden oder alle 24 Stunden wiederholen. Okay, Rechtsklick. Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe da noch genauso viele wie vorher. Oh, neue Schuhe. Angriffskraft plus 4. Anziehen. Ich finde die Charaktere irgendwie lustig. Die haben übelst große Hände. So, hier gibt es keine Quest mehr in der Akademie für mich. Zumindest nicht in der unteren Ebene. Gibt es in der... Gibt es nur die Hauptquest? Gehen wir erstmal da hin. Oh, meine müden Knochen, ich bin zu alt. Welches Level bist du überhaupt? 14, ich bin kurz stumm. Ihr habt es geschafft, nicht wahr? Ihr habt die Scherben aus dem Grab geholt und kehrt nun zu Lord Barras zurück. Seid ihr hier, um mir zu gratulieren? Das werte ich als ja. Stopp es! Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte durch das Grab gelangen, aber dort waren einfach zu viele Shyrax. Ich konnte knapp entkommen. Ich dachte, ich überrumple euch und nehme euch die Scherben ab. Aber wie ich sehe... Das ist genauso zwecklos. Vemrin ist bereits mit Barras drin. Alle anderen Akolyten sind tot. Ihr wart meine letzte Chance. Das ist das Ende. Ich werde nie ein Sith. Wenn ich nicht mit den Scherben zurückkehre, wird Barras mich umbringen lassen. Ich erspare Barras die Mühen, euch beim Rumheulen zuzuhören. Sterbt! Der Bittsteller kehrt zurück. Und er hat alle Scherben aus Tulak Horts Grab dabei. Fantastisch. Anscheinend wurden deine Hoffnungen zerstört, Vemrin. Der Anschein kann trügen. Entschuldige, Vemrin. Es hat ihm gar nicht gefallen, dass du ihm diese jungen Akolyten auf den Hals gehetzt hast. Auch wenn es nur untrainierte Novizen waren. Er sollte mir danken. Anfänger oder nicht, ich wette, er hat ganz schön Probleme gehabt. Die Spannung ist stark zwischen euch beiden. Eine großartige Quelle für Emotionen. Ich frage mich, was passiert, wenn es zum großen Knall kommt. Ihr seid beide kurz davor, Sith zu werden. Doch nur einer von euch wird die Möglichkeit erhalten, ein besonderes Lichtschwert sein eigen zu nennen und als mein Schüler zu dienen. Ich dachte, du wärst es, Vemrin. Doch ich habe meine Meinung geändert. Was? Ich habe alles getan, was ihr gefordert habt. Und das besser als die anderen. Die Ehre sollte mir gebühren. Ignoriert Vemrin, Lord Barras. Seine Welt bricht gerade zusammen. Im Moment ist Vemrin genauso gut wie du. Doch die Macht ist stärker in dir, Akolyt. Und du verbirgst eine versteckte Kraft. Es war eine einfache Entscheidung. Also, Vemrin, warte in meinem Vorzimmer auf meine Anweisungen. Sofort! Also, ich hoffe, du hast wenigstens eine Ahnung, wie glücklich du dich schätzen kannst, dass ich dich ausgewählt habe. Dank meiner Führung wird die Galaxis dir zu Füßen liegen.
Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Das Lichtschwert, das du suchen wirst, ist alt und sehr mächtig. Es liegt in einer verbotenen Höhle in Nagasados Grab. Nur wenige Lichtschwert. Sith haben es je betreten. Ja! Dass niemand weiß, wo der geheime Eingang ist. Aber in den Sklavenpferchen ist eine Twi'lek, die vor kurzem gefasst wurde, als sie sich Zugang verschaffen wollte. Wie man hört, ist sie ziemlich stur. Nimm sie mit und lass dir von ihr den Eingang zur verbotenen Höhle zeigen. Ich werde mich darum kümmern. Andere Akolyten, die gerade versuchen, ihre Prüfungen zu beenden, werden ebenfalls zum Grab geschickt. Die Regeln der Akademie gelten dort nicht. Sie werden versuchen, dich zu töten. Sollen sie machen? In diesem Test wird sich entscheiden, ob du ein Sith wirst. Bereite dich also gut vor. Wer Nagasados Grab betritt, spielt mit dem Tod. Ja, ich darf ein Lichtschwert holen. Wie, was? Das ist, ist jetzt meine Hauptquest. Ich soll ins Grab gehen und ein Lichtschwert holen. Und ich soll vom Level her auf dich warten, ey. Boah. Hallo, ich bin immer noch Level 14. Ja, bei dir juckt anscheinend das Level nicht, aber du hast dann mega geile Ausrüstung. Ne, noch nicht. Jetzt muss ich erstmal zu der Twi'lek gehen, die gefangen ist, und ich muss mit der dann das Lichtschwert besorgen. Ich sehe es denn nicht, dass ich das dann nutzen kann. Ich muss es bis jetzt nur aus dem Grab besorgen. Ey, wenn es eine Hauptquest ist, klar musst du es dann nutzen. Okay, der war ein Abonnent. Wo haben wir denn die Twi'lek? War die hier drinne? Nee, hä? Ein zweiter. Hä? Ah, hier. Autsch! Wollt ihr wohl endlich aufhören? Ich versuche nur ein bisschen Spaß mit dir zu haben, solange ich es noch kann. Ein Wichser ist das. Ah, wie auf Bestellung. Wen haben wir denn da? Es heißt, dass ihr vielleicht von Lord Barras geschult werdet. Gute Arbeit, wenn ihr es tatsächlich schafft. Also, wie ich höre, erlöst ihr mich von dieser Twi'lek. Sie ist eine echte Nervensäge. Ha! Wer ist hier eine Nervensäge? Wenn ich eine Säge hätte, wäre ich nicht mehr hier. Sieh es als Abschiedsgeschenk, Twi'lek. Anscheinend bist du doch zu etwas Nutze. Du machst einen Ausflug in das Grab, wo wir dich geschnappt haben. Ihr wisst nicht, wie man die Statuen im Grab aktiviert, um die verbotene Höhle zu öffnen, was? Ihr wollt etwas in dieser geheimen Sith-Kammer, oder? Ja, und ich bin dankbar für deine Hilfe. Spart euch die Freundlichkeiten. Halt dein Maul! Hier, nehmt diese Fernbedienung. Ich stelle eine höhere Stufe ein. Wenn ihr sie oft genug schockt, zeigt sie euch sogar die Hintertür zu ihrem Elternhaus. Dann werde ich mal die Grabführerin spielen. Es hat ziemlich viel Zeit gekostet, diese Nuss zu knacken, aber da ich es schon mal geschafft habe, kann ich es wieder tun. Damit eines klar ist, ich bin offiziell im Streik, was alle Arbeiten im Haushalt betrifft. Bitte was? Du kannst ruhig bei mir putzen kommen, also. Du wirst alles tun, was ich dir befehle. Alles. Macht euch bloß keine verdorbenen Gedanken in eurem Sith-Kopf. Ihr geht vor. Ich zeige euch die Zugangspunkte im Grab und öffne dann die Geheimtür für euch. Ey, ich hab Ich hab ne Twi'lek als Gefährtin. Bist du eigentlich auf demselben Level jetzt wie ich? Nee, weil das Level 14. Doch, ich meine vom Hauptquest-Dasein. Nee, ich muss ja jetzt erstmal... Ich habe jetzt die Hauptquest weitergemacht. Jetzt muss ich mit der in die Grabkammer. Die muss mir dann den geheimen Zugang öffnen. Dort muss ich ja das Lichtschwert holen. Dann muss ich wieder zu Barras. Und ich glaube, die Fette kann ich dann sogar komplett behalten. Ja genau, das ist so wie bei mir. Und weiter habe ich von der Hauptquest nicht gemacht.
hole jetzt noch das Lichtschwert und dann mache ich bei der Hassmaschine weiter, weil ich glaube, die kann sogar heilen, wenn mich nicht alles täuscht. Meiner ist ein Healer, ja. Deiner wird wahrscheinlich auch ähnlich sein. Charaktermenü, Gefährten. Oh. Einfluss. Oh, die kriegt dann erstmal ein Geschenk von mir. Ich habe so viele. Inventar. Du kriegst Dremels Ring. Überreich deinen Gefährten einen Geschenk, um Einfluss zu erhöhen. Das ist toll, danke. Alles klar. Da gab's erstmal XP ohne Ende. Gefährten Einfluss 72 von 250.000? Ernsthaft? Den kann man noch gut leveln, scheinbar. Ich brauche mehr Geschenke. Na dann komm, fett. Ich habe jetzt die ganze Zeit OBS beobachtet, nur wenn so Sprechsequenzen sind. Da kommst du mal, Fette. Dann habe ich eine CPU-Auslastung von 30% und die FPS geht auf 30 runter. Wenn ich durch die Gegend renne und kämpfe, habe ich 60 FPS. Ich verstehe das einfach nicht. So, aber... Ja, okay, nee, 26... Geht noch was. Ach, jetzt sieht man das gar nicht. Scheiße, ich muss die Facecam dann umsetzen. Und sieht die Gefährten-Sachen gar nicht. Ich setz sie dann hoch in die Ecke. Oh, Wachposten. Was macht der? Akolyt, kann ich euch einen Moment sprechen? Einer schönen Frau höre ich immer gerne zu. Oh, ja. Ich danke euch. Ihr seid zu freundlich, wirklich. Da war dieser andere Akolyt. Er ist erst kürzlich in dieses Grab gestiegen und nicht wieder herausgekommen. Er ist dort drin gestorben. Und ihr macht euch Sorgen, dass ein gut aussehender Mann wie ich auch sterben könnte? Nein, ich meine nicht das. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine ja nur... Der Akolyt, der hineingegangen ist, er war von der guten Sorte, freundlich und offen. Er sagte, er wollte das Grab betreten, um sich seinem Vater zu beweisen. Ich dachte nur, es wäre nett, wenn jemand die Leiche zurückbringen und seinem Vater sagen würde, dass er es nicht geschafft hat. Ja, der Vater sollte erfahren, dass sein Sohn gefallen ist. Ich würde dort drin niemals überleben. Und selbst wenn... Man würde es mir niemals gestatten, seinen Vater zu sehen. Er gehört zur dunklen Ehrenwache in der Akademie. Nur Sith dürfen den Bereich betreten, in dem er Wache hält. Doch ihr könntet die Leiche finden und zu seinem Vater bringen. Bitte, werdet ihr das tun und den Gefallenen ehren? Ich werde mich darum kümmern. Ich danke euch vielmals. Wenn ihr die Überreste des Akolyten im Grab findet, lasst es mich wissen. Ich kann euch sagen, wo ihr seinen Vater in der Akademie finden könnt. Viel Glück. Ja. Ich habe gerade erstmal richtig fett mit einer Wache geflirtet. Ach so, die Nebenquest mit der Leiche. Ja. Ja, habe ich auch heute erst entdeckt und gemacht. Ist erstmal schön mit der geflirtet. Die gibt auch noch mal nicht wenig XP. Ich glaube, mir sind die XP mittlerweile alles nur noch scheißegal, weil ich will einfach nur geile Quests machen und vor allem diese Lichtschwert-Quest. Du Arsch! Die hat... Da ist die Leiche wieder. Okay, dann machen wir erstmal die Nebenquest schnell. Reicht ja noch in der Folge. Kehrt Wachposten Yashia zurück. Also, die würde ich gerne als Privatpilotin einstellen. Also, oh,
Ihr habt ihn gefunden? Ja. Der arme Akolyt. Ganz genau war das alles. Er wurde da drin ziemlich übel zugerichtet. Er war so tapfer und bereit, sich seinem Vater zu beweisen. Sein Vater ist Naaman Fall. Wie ich schon sagte, gehört er zur dunklen Ehrenwache in der Akademie. Wenn ihr die Überreste des Akolyten zu seinem Vater bringt, wird er sicher dankbar sein. Was genau macht sein Vater? Eine gute Idee. Das scheint sich zu lohnen. Ich danke euch. Es ist gut zu sehen, dass Sith mehr Gefühle zeigen können als nur Hass und Zorn. Ihr findet den Vater des Akolyten vor der Kammer des Rates der Sith. Dort hält er Wache. Oh ja. Teil der dunklen Lords. Wildlandlabor. Da müssen wir hin. Jetzt habe ich keinen Speedboost mehr, sehe ich gerade. Ups. Mist. Wenn ich das nicht irgendwie... erhöht er außerhalb des Kampfes. Jetzt. Da haben wir es wieder. Bounce. Die Fette kommt hinterher. Ja. Ja, verneigt mich vor mir. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ja, ich muss zum Fahrstuhl. Fette? Ja, lass dich platt machen. Schade. Da geht's weiter. Ach, jetzt ist das. Ja, okay. Ihr gehört nicht hierher. Ihr steht vor der Kammer des Rates der Sith. Nur Sith-Lords haben Zutritt zu dieser Ebene. Wenn ihr keine offiziellen Gründe habt, hier zu sein, werdet ihr sofort gehen. Ich bringe euch Kunde von eurem Sohn. Das ist also der Geruch, der an euch haftet. Man sagt, er ging in Nagasados Grab, um sich zu beweisen, und wurde getötet. Er war ein schwacher Junge. Er beschämt mich im Tod, wie er mich im Leben beschämt hat. Als ich von seinem Tod hörte, konnte ich meinen Posten nicht verlassen. Die Ehre verbat es. Doch ich wüsste gerne, was da drin passiert ist. Natürlich. Fragt nur, mein Lord. Euer Respekt spricht für euch. Und jetzt sagt mir... Wo habt ihr diese Überreste gefunden? Hat mein erbärmlicher Sohn es weiter als bis zur ersten Stufe geschafft? Starb er als Sith? Er starb direkt am Eingang des Grabs. Wirklich erbärmlich. Natürlich tat er das. Jeder Moment seines Lebens hat mich verspottet. Ich werde seine Knochen behalten, um mich an die Schande zu erinnern und meinen Zorn zu konzentrieren. Doch ihr habt mir einen Dienst erwiesen und solltet dafür bezahlt werden. Ihr habt mir Schmerz und Kummer gebracht. Und ich werde diesen Gefallen erwidern. Mein Sohn strebte nach einem Relikt, das im Sockel einer Statue tief im Innern des Grabs platziert ist. Dieser Kristall setzt es frei. Und jetzt geht. Ja. Hol das Relikt. Mach mal.
Hi. Ja. Jetzt muss ich wirklich auf dich warten. Dann mach das. Ja, das Problem ist nämlich, ich muss zum nächsten Planeten. Dann musst du warten. Jo. Ich krieg nämlich gerade eine Nebenquest nach der anderen. Ich muss jetzt irgendein Relikt aus dem Grab holen. Das werde ich aber in der nächsten Folge machen. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, Ball.